Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Heute möchte ich über Schmerzen sprechen, Schmerzen am Bewegungsapparat. Und wichtig ist, dass wir erstmal klarstellen, wo werden die Schmerzen sozusagen ausgelöst, in welchem Gewebe. Und Experten sagen heute, dass 85% aller Schmerzen im Bindegewebe und im Muskelgewebe ausgelöst werden. Wir sagen dazu im myofaszialen Gewebe. Dieses myofasziale Gewebe ist praktisch die Mischung aus dem Roten, was du am Fleisch siehst, und dem etwas Helleren, was du im Fleisch siehst, was das Fleisch sozusagen umhüllt bzw. mit einem Netz durchzieht. Das Rote im Fleisch, das sind die Strukturen, die ineinander sich zusammenziehen und wieder loslassen. Das ist der aktive Teil, könnte man sagen. Und der passivere Teil ist das Bindegewebe, das Fasziengewebe. Dieses Fasziengewebe kannst du dir vorstellen wie ein solches Gitter sozusagen, was ganz flexibel und beweglich ist, in dem Fall, wo es gesund ist. Und was andererseits sich verändern kann und dann sieht es hinterher eher aus wie verfilzt oder verklebt. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass wenn ich alles aus dir herauslaufen lassen könnte, außer dem Fasziengewebe, dann bliebe dir von dir hinterher eine Skulptur, eine dreidimensionale Skulptur stehen, die du dir vorstellen kannst, wie aus diesem Gewebe, aber eben dreidimensional. Und dieses Gewebe, das enthält ganz viel Schmerzrezeptoren. Das sind sozusagen die Straßen innerhalb des Körpers, wo die Gefäße durchlaufen. Das ist das Gewebe, was uns stützt, was uns Form gibt, was die Organe umhüllt. All das wird vom Fasziengewebe gewährleistet. Und dieses Fasziengewebe in Verbindung mit dem Muskelgewebe nennen wir dann myofasziales Gewebe. Und in diesem Gewebe entsteht der größte Teil unserer Schmerzen. Wenn wir jetzt wissen, dass 85% der Schmerzen in diesem Gewebe entstehen, dann kann man daraus folgern, dass zum Beispiel ein Röntgenbild für eine Diagnostik von den meisten Schmerzen keine große Rolle spielt. Selbst ein MRT ist nicht in der Lage, genau zu zeigen, wo jetzt die Schmerzauslöser in diesem Gewebe liegen. Diese Untersuchung muss klinisch stattfinden, durch Anamnese, durch Tests, durch Palpation, durch Sichtbefund, durch all das, was Zeit kostet und wo man wirklich am Patient dran sein muss. Und wenn man dann genau herausgefunden hat, wo die Verklebungen in diesem Netz sind oder wo Punkte im roten Gewebe sind, die sehr verkrampft sind, die wir Triggerpunkte nennen, dann kann man diese Bereiche sehr schön mit manuellen Techniken behandeln. Und ganz wichtig, das, was wir dann behandeln, ich sage immer, diese Behandlungen sind Türöffner, aber dann muss der Patient und die Patientin in die Eigenverantwortung gehen und ganz gezielt dieses Gewebe üben. Vor allem durch Dehnungen und auch durch andere Faszien-Selbstbehandlungen. Diese Dehnungen müssen sehr individuell eingestellt werden und herausgefunden werden, so dass wirklich eine gezielte Dehnung da stattfindet, wo diese Verklebungen und Verfilzungen stattfinden. Und die tägliche Erfahrung zeigt, wenn Patienten diesen Auftrag, diese Hausaufgabe machen, sind ganz viele Dinge möglich, wo man auch selbst nach 2-3-jährigen Schmerzen nicht mehr dran geglaubt hat. Das Entscheidende ist dann einfach, dass die Patienten ihre Selbstwirksamkeit nutzen und die Möglichkeiten ausschöpfen, die sie selbst haben. Wir Physiotherapeuten sind dafür da, sie dabei zu begleiten.
Wenn ihr mehr zu diesem Thema wissen wollt, dann seht euch das nächste Lehrvideo an, denn da möchte ich euch dann erklären, wodurch dieses Gewebe maßgeblich negativ oder auch positiv beeinflusst werden kann und damit auch euer Schmerz deutlich beeinflusst werden kann. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Tschüss.